Jontalo auf dem Kanal, The Nerdern wir auf live mit mir, dem Digi-Helden und dem Geralt. Wir sind in Toussaint und ja, es soll weitergehen. Da steht halt, geh nach Corvo Bianco und untersuche die Leiche im Keller. Und das ist genau das, was wir jetzt machen, glaube ich. Ja, genau, das ist ja die Quest, die wir gerade angezeigt bekommen, beziehungsweise, warte mal, das muss ich nochmal prüfen. Ich rede hier einfach so hin. Ja, das ist ja auch ganz in der Nähe, da kann ich mal mit Plätze hinreiten. Es gibt wieder Fragezeichen, meine Damen und Herren. Das ist natürlich schön, ja, Fragezeichen. So, genau, das machen wir, den Fluss runter und dann... Oha, der Gaul ist auf der ganzen anderen Seite und der ist ja unten irgendwo. Einen Hexer nach dem Biest schicken? Ja, jetzt zittern die Hände. Ich kann nicht mal das Werkzeug halten. Da unten ist noch schön so ein Kind, was da irgendwie... Na, kommst du die Treppe hoch? Ja? Ist ja praktisch, ne? Das finde ich gut. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass das Pferd die Treppe nicht hochkommt. Nicht völlig umsonst gesorgt. Komm so, dann warum? Dieser Hexer war schon mal hier. Hat ein paar Monster erschlagen und einen Haufen Geld bei Chianfanelli deponiert. Da kann man ja gleich Treffer mit sich. Aha. Gut zu wissen. Na, bitte mich wie die Hellebarde in mein Gesicht. Ich bin mir die eine Narbe gerade erst losgeworden bei Heart of Stone. Muss ich mir nicht gleich die neue ziehen. Außerdem habe ich ja schon eine. Also, der Geralt. Also ich nicht. Kampf, ne? Ich muss mich beeilen. Okay. Ja. Oh, oh, da kommt schon was. Oh. Langsam, langsam. Oh. Was ist da los? Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein. Ja, ich glaube, ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, das hier ist das Weingut. Was mich allerdings ein bisschen stört, sind die ganzen Leichen. Das muss im Keller sein. Na, kann ich dir irgendwie helfen? Oh, anscheinend nicht. So. Also irgendwie hat Geralt irgendwie keine gute Ausstrahlung, alles stirbt, wenn er kommt. Fußspuren von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Von einem kleinen Jungen. Na, das ist ja nicht so schön. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Hm. Na, mal gucken. Ob wir schon einen kleinen Blick erhaschen können. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Warum hast du sie umgebracht? Wegen ihres Blutes sicher nicht. Ha. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Du irrst dich, wir müssen kämpfen, oder du irrst dich, wir müssen nicht kämpfen? Ich kann dich nicht gehen lassen. Jetzt ist sie aber nicht mehr so hübsch. What? Still. Fuck. Oh. Alter. Alter. Das könnte ein bisschen doof werden.
Versuchen wir mal so eine Falle. Nicht hier. Oh! Oh, Scheiße! Oh Gott! Das wird ein bisschen schwieriger werden. Ach, das ist ja wieder so. Oh Gott, jetzt muss ich mir wahrscheinlich den ganzen Dialog immer anhören, ne? Beziehungsweise ich kann ihn ja wegdrücken, aber nicht komplett. Doch nicht. Okay. Das war schon mal nicht gut. So, warte mal. Ich muss hier meinen Quen raussuchen. Okay. Hab ich's erwischt? Ein bisschen. Ja? Alter, ist das ein Vampir, oder? Hätte man gleich drauf kommen können. Vampire brauchen ein gewisses Öl. Und zwar... da. Ein Vampiröl. Boah. Na? Ah, fuck das. Na, komm schon. Na? Dann können wir weitermachen. Ah! Oh! Na, den Kreis habe ich ja wunderbar gezogen. Lacht sie. Hör auf zu lachen. Ja, okay. Ein bisschen habe ich schon. Oh! Ja, okay. So kann's weitergehen. Mist. Ah, schreibe nur. Miststück. Oh, fuck! Oh. Oh. Scheiße. Oh. Oh. Was? Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Okay, ich lag richtig mit dem Vampir. Das ist schon mal gut. Das war sogar eine von denen. Ich weiß gar nicht, wie heißen die hier in dem Universum? Die haben einen bestimmten Namen. Naja, Zahne. Höhere Vampire. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Und was heißt das jetzt? Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Noch was schön in der Aufnahme. Eine Börse voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Er kann Ei kaufen, also hat er Vernunft. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen.
Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil? Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Rein in die Tasche mit der Hand. Genau. Das hatten wir doch alles, ne? Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Ja, gut, aber zuvor werde ich erstmal eine Runde meditieren, damit ich meine Tränke auffüllen kann und damit ich auch meine Vergiftung ein bisschen runter regel. Ja, dann können wir mal weiter loslegen. Ja, das war irgendwie ein sehr beeindruckender Kampf, muss ich sagen. Ich hatte ja am Anfang wirklich überhaupt keinen Plan. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. So nach und nach. Also das sind auch so die Bosskämpfe, wie ich sie richtig liebe, ne? So finde ich sie richtig cool, wenn man halt irgendwie so nach und nach halt so ein bisschen rausfindet, was man irgendwie so machen muss. Abgeschlossen. Na super. Also hier will sowieso keiner wohnen, oder? Ist doch irgendwie alles hier ein bisschen verstraucht und so. Ein bisschen ungepflegt alles. Nee. So, wo müssen wir hin? Was sagt die Karte? Ja, ist ja auch jetzt nicht so weit. Hatte ich nicht plötzlich irgendwo gelassen? Ich hab doch gesehen, wie die hier irgendwo... Ich hab die doch auf dem Radar gesehen. Ah ja. Steckt den Kopf in die Wand. So, dann wollen wir mal. Schneller. Tja, das war irgendwie schon mal sehr aufregend. Gleich mal irgendwie ein Zyklopen niedergestreckt, also ein Riese. Riese. Und eine Bruxa. Hübsch. Also so ein Vampir halt. Mit ein Vampir mit Betonung auf freier Körperkultur. Ja, dann gehen wir mal aufs Gas hier. Wir wollen ja auch noch irgendwann mal ankommen, ne? Oha, das sieht schon wieder irgendwie sehr. Mal gucken, was jetzt hier auf uns zukommt. Lass mich jetzt zufolge, bevor ich die ganzen kleinen Kinder umreite, laufe ich lieber zu Fuß. Und lauf die Kinder um. Ah, hier, schön überholt. Oh. Kacke. Wieder der ganze Lohn für Schiff. Der Riese schrie so fürchterlich, dass sein Schrei die Vögel aus den Bäumen schüttelte. Da steht ein Ritter und wartet auf mich. Das ist ja unerhört. Oh. Meine Güte. Ja, ja. Ich werde mich beschweren. Die nicht alles. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Nicht immer. Mal so, mal so.
Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem, gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Das war doch eine sehr ehrliche Antwort. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Was soll das sein? Kupfer? Messing? Also eine Messingrüstung würde ich nicht tragen wollen. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Oh oh. Jemand wird gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Glöckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren? Ja und? Das Spiel ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Das ist gefährlich. Die Glöckchen am Schwanz reichen nicht. Ich habe so ein Spektakel schon mal gesehen. In der Arena von Neunreuth. Da hat ein Ritter einen Glumar mit Glöckchen am Schwanz besiegt. Vielleicht hatte er Glück. Oder der Glumar war in schlechtem Zustand, wer weiß. Gegen einen gesunden Glumar hat höchstens ein Hexer eine Chance. Ein fähiger Hexer. Außerdem ist es leichtsinnig, ein so gefährliches Monster vor einem Publikum loszulassen. Wer kämpft denn gegen die Bestie? Gio, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monstertrophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. Gehen wir. Jo. Los geht's. Die haben aber ordentlich Bücher unter die Arme gestopft, ne? Die sehen irgendwie so aufgebauscht aus. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Hässlicher Vogel. Der sieht ja wirklich gut aus. Mal gucken, was ein Glöckchen so bringt. Aber ich habe ein nicht so gutes Gefühl hier in dieser. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sag ich dir. Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie war das? Und da fällt er schon. Wir müssen ihm helfen. Warte. Nicht so laut. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Ich hab doch gar nichts gemacht. Sie wütet gar schrecklich. Da hülfet kein Schild. Doch da kommt der Hexer. Er eilet herbei. Genau. Oh, Alter. Lass mich doch mal mein Schild haben. Schreckliches Fatum. Der Hexer ist fast tot. Er kann kaum mehr helfen. Oh weh, welche Not. Fegt die Wälder zusammen. Leert den Ozean. Weil nichts. Ah, hau rauf, solange das Vieh nicht. Oh.
Ich glaube, es wird mal Zeit wieder für ein bisschen Grillfleisch. Na. Oh, fick dich. Darf man das? Nee. Okay. Das hatten wir schon mal. Das kenne ich irgendwie. Das ist mir schon mal passiert. Vorhin. Mist. Scheiße. Brennt es? Nicht so laut. Er muss uns. Was nehme ich denn da? Ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Hä? Was ist da? Wieso zeigt er mir das jetzt an? Hä? Schnellzugriffmenü. Hier werden alle temporären Effekte angezeigt. Und ja, das ist gut. So, da. OB! Achter Ritter! Die Besten gebrüllt! Sie wütet da schrecklich! Da hüllt mit kein Schild! Doch da kommt der Hexer! Er eilet herbei! Was gibt das? Haut er nun das Monster in zwei? Ach, fuck! Na? So. Alter, das ist nur von. Scheiße. Das ist auch nur noch von. Ja. Oh, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Der Hexer ist fast tot. Er kann kaum mehr helfen. Oh weh, welche Not. Fegt die Wälder zusammen. Lernt die Not her. Weil nun nichts mehr je wieder gut werden kann. Alter, halt die Fresse. Was ist denn das für ein Typ, der da redet? Oh, hat der mich noch erwischt. Boah, Scheiße. Das wird, glaube ich, nicht so gut. Ja, bleib bloß liegen. Miststück. Na, was machst du jetzt? Nein. Aus. Wo bist du? Da. Okay, wenn das Ding gegen die Wand schlägt, dann liegt es erstmal wie blöd ein bisschen rum. Na? Was macht ihr jetzt? Wieso? Was? Nein. Oh. Okay, das war. Ich dachte, er liegt da irgendwie rum, wie so eine Schildkröte und ja. Okay, aber das Ding, es muss gegen die Wand. Das muss gegen die Wand sich rollen und dann ist er ein bisschen irritiert. Und wenn er dann irgendwie da na, irgendwie so ein bisschen den Breakdancer macht, dann muss ich mich da wohl fernhalten von. Nicht so laut. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Wieso sprechen? Die Bestie brüllt. Sie wütet gar schrecklich. Da hüllt mit kein Schild. Doch da kommt der Hexer. Der Alte dabei. Was gibt das? Haut er nun das Monster in zwei? Ja, gib's ihm! Die Götter bestimmen der Bestie Geschick. Das Können des Hexers bricht ihr das Genick. Was? Nein! Oh, jetzt habe ich das falsche Zeichen. Na, Kutscher. Er testet und wartet auf den rechten Moment. Dann springt er zur Bestie und macht ihr ein End. Genau. Jetzt geht's los. Was macht er jetzt? Der Hexer umgarnt den Klumar, um dann schließlich sein Herz zu durchbohren. Wie ist das ja sprießlich? Na, betäubt, ne? Du musst ihn zu mir kommen lassen. Geh weg da! Ah, fuck! Der Hexer ist fast tot! Er kann kaum mehr helfen! Oh, weh! Komm schon! Weg, weg! Wie tanzen die Klingenbehände? Voran, Meister! So, jetzt müsste es aber gewesen sein. Du hast mich zweimal gekillt! Ah, ist das ein gutes Gefühl! Oh, schickes Bild.
Der Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Jawohl. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Ja. Das kommt davon, wenn man hilft. Da steht man da. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Hexenjäger. Er hat genug gelitten. Das Monster ist erschlagen! Der Kampf ist vorbei! Hurra den Siegern! Es ist nun mal ein Monster und ich bin ein Hexenjäger. Also. Guillaume. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Hallo? Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Alter Vater. Geh halt. Wir müssen reden. Vivienne. Ihr redet später, im Zelt. Geralt! Großartig, atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Edle Herrin, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stöber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der das Monster erschlug, wird ewig sein. Mhm. Und das Publikum? Wenn der Glumar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Okay, die Frau muss auch mal Luft holen beim Reden. Edle Herrin, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Alter Vater, ich muss sagen, irgendwie das Kleid ist wirklich... Ja... cool animiert. Also es ist, ja, es ist schon eine geile Nummer. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Und sieht nebenbei auch noch gut aus. Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Wow. Tja, nicht vergessen, Rittersporn sagen, nicht nach Toussaint. Da ist der Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß. Die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein. Eine Bruxa. Eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Genau. Hör zu. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht.
Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexe angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Genau. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Hä? Was man zu Hause findet, aber nicht zu Hause... Was? Klingt schick. Machen wir. Ja, Herrin. Das Gesetz der Überraschung. Von alters her üblich. Wir sollten aufrichtig sprechen. Die Überraschungen, die uns tagtäglich begegnen, wären für dich nicht von Wert. Es handelt sich meistens um zu autorisierende Edikte und um Bilder von Verehrern aus fernen Ländern. Damit könntest du wohl nichts anfangen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edler Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Ich glaube, die Bruchbude war... also ich glaube, der Typ hier, der hat sich da ein bisschen Hoffnung gemacht. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon de Lac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest. Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon de Lac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon de Lac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. De Lac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Der hat irgendwie so einen roten Kopf, ne? Irgendwie, Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben, und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben, doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus.
Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte? Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Die fünf Tugenden. Warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Oha, da waren, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber ich so als Spieler sehe das natürlich, ne? Da waren unheimlich viele Treppeneffekte, das sah nicht so schön aus. Aber ja, die Tugenden, Ritter und so, ja, spannend. Das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Hab ich doch gesagt. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit. Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Milton hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter... Die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Milton de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen.
Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Edle Herrin! Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin. Edle Herrin. Gib acht, dass es nicht knittert. Vorwärts! Hey! Das ist Seide. Pass doch auf. Gib mir das. Armer Kerl. Das sieht nach dem Rennen aus. Schneller, Geralt! Ja, ich hatte recht. Es ist ein Rennen. Geht das? Nein. Ah, okay. Ja, ich wollte sowieso weiterspielen. Der Teil ist ja auch erst 40 Minuten lang. So. Ja. Dann wollen wir doch mal irgendwie hier lang galoppieren, wenn wir sonst nichts anderes zu tun. Mach den Weg frei! Mach den Weg frei, sage ich! Gott, Gott! Da sind Kinder auf der Straße, nun reißen sie sich doch mal ein bisschen zusammen. Ma'am, da sind Kinder auf der Straße. Hier ist es, gleich um die Ecke! Schneller! Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Patrouille auf nüchternen Magen. Ach, fuck. So, geht das jetzt? Freier Speicherplatz. Das ist die Ansage sozusagen zum Beenden. Dann geht das in der nächsten Folge weiter. Ja, ich muss sagen, das ist ziemlich actionreich bis jetzt. Ich komme hier gar nicht zur Ruhe. Also, tschüss.